Buenas tardes everybody und willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein Video von mir und zwar nicht alleine, sondern mit Pachuco aus dem Channel Pachuco. Und heute reden wir darüber, was wir an YouTube so hassen. Und zwar gut. Und zwar die erste Sache, die ich an YouTube so richtig hasse, ist diese später Ansehenliste, die sich einfach nie richtig löschen lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, aber ich muss immer 5-mal auf Löschen klicken, bevor das weggeht und das pisst mich jedes Mal so richtig an. Was mich ja immer so stört, ist das Problem mit der Content-ID. Das ist sozusagen, wenn man ein Video hochlädt, dann kann es mal vorkommen, dass es halt geblockt wird, weil angeblich soll da irgendein Inhalt drin sein von einem ganz anderen Urheber. Es gab ja dieses eine Video, was geblockt wurde von einem Katzenschnurren, weil offenbar zwischen Minute so und so und Minute so und so hat das Schnurren der Katze wie der Beat von irgendeinem Song von Ludacris geklungen. Blöd ist auch, wenn du zum Beispiel Collabs machst mit anderen YouTubern, die in einem Netzwerk sind, kann es sein, dass dieses Netzwerk dein Video sperrt. Und naja, irgendwie muss man ja natürlich bei Urheberrechtshinweisen da oder zumindest Urheberrechtsschutz was tun, aber es nervt. Die nächste Sache, die speziell für YouTube-Produzenten tatsächlich sehr nervig ist, ist das Nachrichtensystem von YouTube. Manchmal möchte man ja eine Call-up mit anderen Leuten machen und schreibt sie deshalb per YouTube-Nachricht direkt an. Blöd ist aber, dass die erste Nachricht niemals in der Google-Plus-Glocke oben angezeigt werden, sondern nur immer die Antworten darauf. Das heißt, du musst immer in den Kommentaren der YouTuber darauf hinweisen, dass man ihnen eine Nachricht geschrieben hat, damit sie das überhaupt mitbekommen. Und das ist krass unnötig. Ja, weil ich glaube, keine Ahnung, wie viele Nachrichten ich habe, genau wegen dieses Problems, weil ich wusste das nicht, wenn du das nicht erwähnt hättest. Der nächste Punkt ist einfach so eher so ein YouTuber-Problem. Und zwar, keine Ahnung, wir sind ja beide so ehrlichere YouTuber. Wir machen das sehr gerne und so weiter. Und wenn wir andere YouTuber supporten, dann meistens entweder, weil wir die geil finden oder weil wir sie halt mögen. So wie ich die Chrissy mag, genau. Aber es gibt dann nochmal die ganz anderen Abo-Geier, wie wir sie jetzt liebevoll nennen. Und zwar die, die zum Beispiel unten unter die Kommentare schreiben, boah, dein Video war so geil, ich hoffe, du wirst mal ein ganz großer. Check übrigens auch meinen Kanal, da wäre der Link dazu und so weiter. Check das unbedingt mal aus. Noch besser ist aber, wenn man genau so einen Kommentar unter dem Video auf Englisch bekommt. Ja. Die sagt, you got so much talent, I hope you get 1 million subs, please check out my video too, let's support each other und so weiter. Und du weißt, diese Person kann dein Video nicht verstanden haben, weil es nun mal auf Alemann ist, ja, auf Deutsch. Okay. Also Leute, die das Video nicht gesehen haben, nicht verstanden haben können, nicht deinen Kanal sich auch nur einen Scheißdreck dafür interessieren. Und behaupten, sie hätten dir ein Abo gegeben und ob du ihnen auch eins geben magst für den gegenseitigen Support und du siehst aber, dass deine Abonnentenzahl nicht nach oben gegangen ist. Ja. Ja, nicht? Also dann, Leute, das ist End der Abfuck. Ihr dürft gehen, falls ihr deswegen hier seid, ja? Ach ja, genau. Tschüss. Wie wir alle wissen, verändert YouTube immer konstant so Kleinigkeiten an der Plattform. Und eine Sache, die mich letztens wirklich gestört hat, ist die Sache mit dem Wasserzeichen. Das ja immer unten rechts in der Ecke ist, so ein kleines Wasserzeichen. Das Problem ist, dass man mittlerweile beim Wasserzeichen die Abozahlen nicht mehr sehen kann. Und ich persönlich interessiere mich immer sehr gerne für die Abos anderer YouTuber. Einfach, weil ich für mich selber bewerten will, Mensch, dieser Kanal hat für seine Videos zu viel Abos oder dieser Kanal macht so geile Videos und hat viel zu wenig Abos. Ich möchte immer für mich urteilen und ich hasse es, wenn ich aus dem Vollbildschirm rausgehen muss, um mir die Abozahl anzusehen. Das kotzt mich an. Das ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber wow. Ich bleib mal bei dem YouTuber-Problem und zwar, ich weiß nicht, ob man dieses Problem als Zuschauer auch hat, aber auf jeden Fall, mich als YouTuber nervt es, wenn ich sehe, dass früher Zusammenarbeiten mit anderen YouTubern so aussahen wie bei uns beiden. Halt so, keine Ahnung, man hat sich halt getroffen oder zusammen irgendwas gemacht und es wird irgendwie immer häufiger, dass man versucht, über Skandale größer zu werden, wie zum Beispiel Beef. Nehmen wir mal Leon Mascher, Mert Matan und die ganzen Apo Red, ne, die ganzen Konsorten. Hey, Leute, können wir nicht mal gemeinsam wieder kreativ werden und gemeinsam versuchen, so zu wachsen, durch geile Videos, die wir gemeinsam gemacht haben? Nein, es muss wohl eher durch den Skandal sein. Leute, das muss doch besser gehen. Unterstützt sowas nicht. Das kann's nicht sein. Wir fördern das nur falsch. Die nächste Sache, die mich nervt, die ist wahrscheinlich niemandem von euch aufgefallen. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die das gemerkt hat. Man kann in der Videobeschreibung nämlich nicht die größer oder kleiner als Klammern verwenden. Was halt blöd ist, weil ich bin so ein gefühlvoller Mensch, der gerne Liebe ausdrückt. Und man kann deswegen keine Herzchen in der Videobeschreibung machen. Ich plädiere für Herzchen auf YouTube. Für mehr Liebe unter uns. YouTube versucht ja irgendwie verzweifelt, ein System zu finden, bei dem man dann rechtfertigen kann, warum ein Kanal oder die Videos eines Kanals schneller gefunden werden können wie andere. Und dafür gibt es so einen sogenannten Algorithmus. Und die Voraussetzung ist ja jetzt, eigentlich 2 Videos pro Woche unbedingt raushauen musst, um auf der höchsten Stelle zu landen. Und wenn du nur ein Video pro Woche machst, dann bist du halt einen Rang drunter.
Und das Problem dabei ist, du wirst halt dadurch gezwungen, echt die Zeit zu investieren, 2 Videos pro Woche zu schaffen. Wenn du aber die Zeit nicht hast, sorgt es dafür, dass die Qualität deiner 2 Videos nicht ganz so geil sein kann, wie die Qualität von einem Video, wenn du eine ganze Woche dafür hättest. Aber das Problem ist, du wirst halt niedriger gerankt und hast halt dann nicht so die Möglichkeit, so viele Views zu generieren. Und die sind nun mal für uns wichtig, um einfach neue Leute zu erreichen. Und ich weiß ja nicht, ob man das nicht vielleicht nochmal überdenken sollte, dass vielleicht doch ein Video pro Woche reicht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder die Riesenflut. Es ist ein mega schwieriges Ding, Fakt ist aber trotzdem, irgendwo ist es schade und nervig. Das Problem ist, oftmals ist es halt bei Kurzfilmen und da sieht man es halt speziell, dass einfach Kurzfilme, die wirklich fantastisch geworden sind, in die so viel Arbeit reingesteckt wird, richtig wenige Klicks haben. Einfach weil auf diesem Kanal, wo diese Filme erscheinen, einfach nicht regelmäßig gepostet wird. Dadurch gehen halt wirklich gute Beiträge auf YouTube wirklich unter. Nicht cool. Abfuck. Bei der nächsten Sache sind wir uns nicht ganz einig. Das ist eine Sache, die tatsächlich nur ich auf YouTube tatsächlich hasse. Auch eine neue Funktion, die jetzt vor kurzem eingeführt wurde, nämlich auf der Startseite die Spalte Weiter ansehen. Wenn du ein Video hast, was du vielleicht bis auf die letzten 5 Sekunden doch komplett geguckt hast, landet dieses Video in deiner Weiter ansehen Spalte auf der Startseite, weil du es dir zu Ende ansehen sollst. Genauso auch wie bei einem Film, wenn du vielleicht die letzten 20 Sekunden des Abspanns nicht gesehen hast, landet dieses Ding die ganze Zeit in dieser Spalte und das ist halt extrem nervig, weil es penetrant die ganze Zeit auf deiner Startseite rumhängt. Ich weiß gerade, wie ich so zusammenreiß, weil du hast die ganze Zeit Spalte gesagt und ich bin so krass unreif. Es ist eine Funktion von YouTube Kategorie lieb gemeint. Ja, das ist halt so eine Sache, die Videoverbesserungsfunktion. Wir haben festgestellt, dass dein Video verwackelt ist. Sollen wir das richten? Und du denkst dir, yeah, wow, cool, dann mach doch mal. Aber wenn du dann siehst, was dabei rauskommt, also wenn du jetzt ein bisschen zum Beispiel beim Vloggen, bei einem Follow Me Around richtig viel gewackelt hast, dann wenn das jetzt hier sozusagen der Bildrahmen wäre, dann siehst du, dann müsste dein Video nur noch so klein hier und die ganze Zeit bewegt sich hier so der schwarze Rand außenrum so und das ist halt dein Vlog. Aber wenigstens ist das Video hier die ganze Zeit so gerade. Ja, das schaut halt komisch aus bei Videos, ich weiß nicht, aber es ist eine nette Sache, eine nette Funktion, aber nette keine Ahnung. Ja genau, aber so richtig lohnt tut es sicher nicht. So Leute, das war unser Video darüber, was wir an YouTube hassen. Leute, was hasst ihr so an YouTube? Schreibt es in die Kommentare, checkt auch Pachukos Channel aus und checkt die Videos aus, die ich in der Endcard verlinkt habe. Das sind nämlich einmal das Video... Wo sind die Videos da und da? Die sind da so. Ah, da. Ja. Okay. Ja. Das ist nämlich einmal das Video Persönlichkeit vor Content und direkt darunter das Video YouTuber und ihre Produkte. Darunter könnt ihr abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Hasta luego. Bye.